Hallo Homies, hallo liebe MitbürgerInnen. Wir leben in Zeiten von Social Distancing und bleibt zu Hause, alle sollen sich zurückziehen und Solidarität üben durchs Fernbleiben. Als ich diesen Aufruf von der Kanzlerin gesehen habe und auch, dass die Kanzlerin sagt, es kommt jetzt auf alle Menschen an, habe ich gedacht, was ist denn mit all den Menschen, die gar kein Zuhause haben? Was denn mit all den Menschen, die sich gar nicht zurückziehen können oder die gar nicht die Ressourcen haben, um einfach mal sich zu Hause einzuigeln? Das ist eine sehr privilegierte Position, dass wir jetzt alle uns so auf Instagram gegenseitig zeigen, was wir so gerade in den Tagen machen, wo wir weniger zu tun haben. Deswegen fordern wir von Die Urbane wirklich alle mitzudenken, so wie die Kanzlerin das gesagt hat. Deswegen fordern wir die Räumung, die Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln, weil da sitzen Menschen und unter schrecklichen Bedingungen, wissen nicht, wie sie weiterkommen können. Und wenn der Virus dort ankommt, dann hat es dort viel, viel schlimmere Konsequenzen als in unseren Großstädten. Also Evakuierung dieser Flüchtlingsunterkünfte. Und zwar nicht nur dort, sondern auch die in Deutschland. Weil uns liegen Berichte vor von Geflüchteten, die zum Beispiel in Bayern in Unterkünften sind und zusammen untergebracht werden mit Corona-Patienten, die in Quarantäne stehen und sich mit denen das Badezimmer teilen müssen. Die Zustände sind furchtbar und die Leute müssen dort nicht bleiben. Und jetzt gibt es aber zum Glück eine ganz, ganz tolle Nachricht. Aufgrund dieses Lockdowns gibt es in Deutschland 1,8 Millionen leere Hotelzimmerbetten. Und nur mit einem Bruchteil davon könnten wir all das abdenken, was ich gerade gesagt habe. Wir könnten die Geflüchteten dort unterbringen, wir könnten die Obdachlosen dort unterbringen und wir könnten auch die Leute, die Opfer von häuslicher Gewalt dort unterbringen, weil es ist genug Platz und genug für alle da. Wir müssen nur die Prioritäten setzen. Wir müssen nur sagen, ob es uns wirklich um alle geht oder ob es uns nur um die Leute gibt, die einen deutschen Pass haben, die ein Einkommen haben, ein festes, und die vielleicht auch noch CDU oder SPD wählen. Weil um die geht es mir gerade überhaupt nicht. Weil die haben gar keine Probleme. Die anderen haben die Probleme. Und um die sollten wir uns jetzt kümmern. Zudem, wie gerade Geld verteilt wird. Da wird immer davon geredet, dass die Anträge unbürokratisch sind und dass alle das schnell bekommen. Ich habe angefangen, diese Anträge auszufüllen, ist alles andere als unbürokratisch, und wenn man da nicht geschult ist und ausgebildet ist, hat man da gar keine Chance. Was unbürokratisch ist, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und seitdem es das bedingungslose Grundeinkommen gibt, wissen alle, dass das unbürokratisch ist, und es ist total verlogen zu sagen, wir machen eine andere Form, die nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, und denken, es wäre trotzdem unbürokratisch. Das ist verlogen und stimmt nicht. Also, bedingungsloses Grundeinkommen für die Menschen in dieser schweren Zeit, weil das ist eine unbürokratische Lösung. Diese Krise des globalen Kapitalismus ist auch eine Riesenchance. Der Historiker Yuval Harari hat in seinem Artikel in der New York Times geschrieben, wir stehen an einem Scheidepunkt. Entweder werden wir uns mehr in Richtung autoritäre Diktatur entwickeln oder in Richtung Empowerment der Bürger. Wir haben eine große Bedrohung vor uns und die braucht unsere Entscheidung. Wir müssen entscheiden, in was für einer Welt wir leben wollen und dafür auch was tun. Wir können das nicht einfach nur den Politikern und den Wirtschaftsweisen überlassen, sondern wir müssen die Leute zwingen dazu, dass wir gesehen haben, dass dieses System total instabil ist und dass es sich nicht lohnt, das immer wieder versuchen, irgendwie durch neue Kredite am Leben zu halten. Kapitalismus durch Kredite zu retten, ist einfach nur Quatsch. Wir brauchen eine neue Art von Wirtschaften. Wir haben den Klimawandel an der Hand, wir haben die Corona-Krise an der Hand und wir brauchen eine neue Art von Solidarität. Und wir können nicht mit diesem Ellbogen Grenzen zumachen und einfach nur uns zu Hause einigeln und die Obdachlosen auf der Straße, selbst in einer Stadt wie Berlin, die laufen draußen rum und niemand will ihnen mehr Geld geben, weil sie Angst haben, dass sie sich von denen infizieren. Statt dass die Stadt mal irgendwas macht und die Leute von der Straße runterholt, werden die noch kriminalisiert, wenn sie jemandem zu nahe kommen, müssen sie eine Strafe zahlen. Was ist das für eine Gesellschaft? Und deswegen sage ich, diese Krise gibt uns die Chance, dieses System zu entlarven als das, was es ist. Ungerecht. Also übt euch in Solidarität, überlegt euch, wie wir zusammen leben wollen, unterstützt unsere Forderungen, denn damit geht es vielen, vielen Menschen, die gerade wirklich Probleme haben, viel, viel besser. Ich bin Raphael Hillebrand, Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Peace out.